Hallihallo und herzlich willkommen zum 31. Teil von Pokémon Moon. Mein Name ist Sync26, wir sind auf dem Weg zur Bushaltestelle, die halt direkt hier oben sein müsste. Ich habe meinen Akku jetzt in die Box gelegt und kein anderes mitgenommen. Naja, ist jetzt halt so, ist jetzt Pech gewesen. Hier haben wir natürlich Team Skull. Hallo ihr Team Skulls. Jetzt wird wieder etwas gerappt. Hey yo, was geht? Ich nehme nur eben mal die Haltestelle mit. Hey, das ist unser Busstopp. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was fühlen? Ich darf doch hier auch auf den Bus warten. Hast du eigentlich einen an der Klatsche? Eine Haltestelle nur für Team Skull oder so? Was hast du wieder? Ein Slimer? Oder was hast du sonst so komisches gehabt? Naja, du hast jetzt ein komisches Golbat, ne? Yo, rap mal. Rap mal richtig ab, Mann. Yo, yo. Was geht, Mann? Ich zerbeiß dein Golbat. Wenn es mich nicht zuerst im Wind zerschneidet. Wir machen etwa gleich viel Schaden. Meine ich etwas mehr sogar, ne? Och, nö. Ich habe doch solche Pech mit solchen Statusveränderungen, ne? Komm, bitte. Danke. Sehr schön. Was geht? Ich verliere das auch sonst nie. Doch, hast du eigentlich schon einige Male verloren. Du möchtest es einfach nicht wahrhaben. Verloren. Aber wie es bei uns üblich ist, lasse ich gleich meinen Bro hinter hier antreten. Es wird doch schnuppe, wie stark du bist. Im Kampf bringen meine Moves einen Twist. Jetzt muss ich gegen beide antreten. Wenn es unbedingt sein muss, bitteschön. Kannst du gerne haben. Ich werde dich einfach kaputt machen, ne? Hast du einen Slimer? Ein Radikal. Ein Alula Radikal. Ja, passt ja ganz gut zu dir, ne? Bedroa ist ganz gut hier bei Radikal. Knirscher. Wird auch wehtun wahrscheinlich. Ah, ging jetzt gerade so, ne? Gut, das war schon wieder zweimal. Sehr gut gemacht, Fukano. Level up verdient. Level 34 für Simsala. Frubi erreicht Level 36. Die sind alle relativ hoch. Krass, aber die Bushaltestelle wiegt so viel wie ein Geowatt. Das kann schon sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht wie schwer ein Geowatt ist, aber recht schwer. Keine Haltestelle, kein Bus. Claro, wir wollen den Bus fahren, nur einen Gefallen tun. Mann, jetzt ist meine Laune im Eimer. Komm, wir gehen zurück an uns zu unseren Leuten. Eigentlich müsste man denen jetzt hinterhergehen, ne? Ignorant 6. Hallo, Kukui. Eben sind zwei Typen vom Team Skull an mir vorbeigerauscht. Die sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie jetzt in die Schranke gewiesen? Mit deinem Talent solltest du dich als Herausforderer in der Pokémon-Liga versuchen. Pokémon-Liga? Die gibt's noch? Alles zu seiner Zeit. Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Hokulani-Bergs. Schneller als ein Himmelhieb dich in die Lüfte katapultieren würde. Ja, dann warten wir auf den Bus. Eine Bushaltestelle. Möchtest du mit dem Bus bis... Könnte ich auch laufen? Nein, natürlich kann ich nicht laufen. Ja, möchte ich gerne. Ich bin ja einer, der lieber mal... Ein Kokowai-Bus. Der Kokowai-Bus steht immer zu Diensten. Du willst schnell und sicher von A nach B, dann bitte zügig einsteigen. Ich bin ja eher der Typ, der meistens das Treppenhaus nimmt, anstelle den Lift. Hokulani-Berg. Hier drüben. Ich komme, Professor. Der Hokulani-Berg ist der zweithöchste Berg der Alola-Region. Jetzt wirst du bestimmt wissen, welcher der Berg der höchste ist, was? Sehen wir den von da? Huch. Dann schau mal darüber, Ig26. Kannst du diesen majestischen Berg da hinten sehen? Ja, ich sehe ihn.
Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg Alolas. Alles klar. Hat's dort Kräne? Was wird dort gearbeitet? Es ist ein heiliger Ort. Ein heiliger Ort und dort stehen Kräne. Dort ist man mit dem legendären Pokémon, das als Verkörperung des Mondes gilt, am nächsten. Genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lanakila. Dort soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Darum sind Kräne dort. Ein Trainer früher ihre Inselwanderschaft beendet hat und traten sie auf dem Gipfel des Mount Lanakila gegen die Inselkönige an, um zum Inselwanderschaftschamp zu werden. Ich möchte sowohl diese Tradition Alolas bewahren, als auch eine Champ hervorbringen, der von der ganzen Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Pokémon-Liga entstehen, die von würdigen Top 4 verteidigt wird. So kann unsere Inselwanderschaftschamp zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll die Trainer und Pokémon Alolas sind. Okay, nice, was haben wir denn hier Schönes? Dass ich hier oben patrouillieren kann, verdanke ich nur meinem treuen Pokémon. Okay. Ich heile mal schnell meine Pokémon. Guten Morgen. Aber wir haben ja jetzt morgen den Pokémon-Mond. Genau. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir könnten auch noch ein sechstes Pokémon mitnehmen, ne? Das man ein bisschen hochziehen könnte. Die Frage ist nur, was wir da mitnehmen, ne? Ich habe ja da so ein paar. Na, was haben wir denn da? Käferwasser, Käfertrutz und. Ich habe ja so viele Pokémon bekommen durch den Wundertausch, die ich gemacht habe. Ich weiß es noch nicht so genau. Jetzt werde ich, glaube ich, das hier mitnehmen, oder? Das haben wir noch nicht gesehen. Sollen wir es einfach sein lassen? Ah komm, wir lassen es zurzeit einfach sein. Ist okay. Ich würde mir ins eigene Fleisch und Blut schneiden. Hallo. Ja, ich möchte das kaufen. Sowas suche ich tatsächlich. Ich nehme mal gerade 3 Calcium, wenn ich 3 Calcium nehmen kann. Das brauche ich nachher noch. Also nicht in diesem Part, aber... Ich habe mal 3 gekauft, ich werde wahrscheinlich mehr brauchen. Wird sich dann noch zeigen, ne? Der Gipfel des Hakulani-Berges ist vor dem Weltall zweithöchste, ist der dem Weltall zweitnächste Ort in ganz Alola. Hallo. Muss ich zu dir? Kann sein, hä? Na, altes Haus? Oh, der große Mask Royal persönlich beirrt uns mit einem Besuch. Gegen 26, das ist Marlon. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt kein Captain. Der fantastische Mask Royal hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht, meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du bist Eagle 26, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen und kümmert sich um die Instandhaltung der Festival Plaza. Deshalb werde ich erstmal überprüfen, ob du qualifiziert bist, die Prüfung abzulegen. Früher habe ich Kukui und ich zusammen Abenteuer erlebt und gemeinsam trainiert. Jetzt wirst du erfahren, was ich alles dabei gelernt habe. Okay. Hast du auch Elektro-Pokémon? Da hätte ich Frubim nämlich an erster Stelle nehmen müssen. Das wäre ganz gesund gewesen. Ja. Du hast ein Stahl-Pokémon. Ich habe zufälligerweise ein Feuer-Pokémon an erster Stelle. Coole Gegend hier übrigens. Funkenflug macht, glaube ich, mehr Schaden bei Panzeron. Das hat mich ein bisschen angewindet, aber ist ganz okay so. Ich
möchte mich ja nur qualifizieren, damit ich dann zum Captain kann und die Prüfung ablegen kann. Malon, ein Diktri. Ist es ein Alola-Diktri oder nicht? Ich bin gespannt. Die Alola-Diktris sehen nämlich lustig aus. Ja, es sind Alola-Diktris mit den wunderschönen Haarpracht. Schaumserenade. Ich glaube, er mag Stahl-Pokémon, kann das sein? Bye, bye. Da hat euch eure Mähne auch nichts gebracht, ne? Metank, och du heiliges. Kanonenrohr. Wieso eigentlich Metank? Ach du heilige Scheiße, du. Funk und Flug. Eine Unlichtattacke, Verfolgung. Du hättest da wahrscheinlich bessere Varianten gehabt, oder? Patronenhieb. Das ist eine Stahlattacke. Und bye bye Metank. Ich habe etwas mehr erwartet von deinem Metank, aber es ist so auch ganz okay, ehrlich gesagt. Dieser Kukui, mit dir hat er eine gute Wahl getroffen. 3000 Pokédollar. Gib mir das Geld. Alles klar, du hast die nötigen Qualifikationen, um die Prüfung abzulegen. Hast du das gesehen, Malon? Ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Und noch etwas, warum nennst du mich ständig Masque Royale? Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Wrestler denn so ähnlich? Aber gut, ich gehe dann mal zurück nach Malicha City zum Ziergarten. Tali hat inzwischen sicher genug Malazar, das kaputt, ich werde ihn herbringen. Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Schau dich ruhig in unserer Sternwarte um. Du bist herzlich willkommen. Okay. Klar schaue ich mich mal um. Zeitschriften. Hallo. Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Nur viel größer und besser als das, was man so in den Heimgebrauch hat. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos des Weltalls, um es zu erforschen. Für unsere astrophysischen Berechnungen kommen bei uns Großrechner zum Einsatz. So macht es noch mehr Spaß, das Weltall zu erforschen. Ein Hoch auf unseren Computer! Hurra! Hallo! Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besuch in der Sternwarte in besser Erinnerung zu behalten. Ein Kometstück. Dieses Stück löst sich von einem Kometen, als sich dieser an unserem Planeten vorbeiflog. Eine bedeutsame Begegnung im Weltall, davon träumt doch jeder Wissenschaftler. Wir nutzen bei der Betrachtung und Erforschung von Himmelskörpern neben der Infrarotstrahlung unter anderem auch Radiowellen. Okay. Ist hier drin die Prüfung? Ein Chaos habt ihr hier. Magnetilo. Hi. Malon und Chris sind richtig dicke Freunde. Sie spielen immer zusammen Videospiele bis die frühen Morgenstunden. Es ist wirklich bewundernswert, dass sie jetzt dann noch schaffen, ihre Arbeit zu erledigen. Wie machen sie das nur? Weiß ich nicht. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal in diese Tür hinein. Die Türen gehen schnell auf. Hallo? Ist hier ein Captain? Bist du der Captain? Chris am Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich hier im Anflug. Vermuteter Auftreffpunkt, die Prüfungsstätte. Kontakt in 5, 4, 3, 2, 1. Sag mal, magst du den Festival Plaza? Nicht wirklich? Keine Ahnung. Keine gute Antwort. Ach egal, fangen wir einfach an. Wo? Hier und jetzt. Im Prinzip ist das Ziel der Prüfung, das jeweilige Herrscher-Pokémon hervorzulocken und ihm die eigene Stärke zu beweisen. Da kam mir eine Idee. Was, wenn es einen Weg gäbe, Herrscher-Pokémon auf der Stelle herbeizurufen? Also ich habe ein bisschen rumprobiert und eine Maschine gebaut, mit der man einen Herrscher-Pokémon rufen kann. Warum ich diese Maschine erfunden habe? Dafür muss ich etwas weiter rausholen. Hier in der Sternwarte untersuchen wir in erster Linie Schallwellen aus dem All.
Wir Menschen können diese Schallwellen leider nicht wahrnehmen. Pokémon hingegen schon. Die Schallwellen, die wir hier abgefangen werden, schließlich in die weite Welt hinausgeschickt, damit wir überprüfen können, wie die Pokémon auf sie reagieren. Das Equipment, das dabei zum Einsatz kommt, stellt die Grundlage für meine Maschine zum Rufen von Herrsch-Pokémon dar. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, haben uns auch bei der Entwicklung des Sicherheitssystems der Schallwelle geholfen. Die Idee dafür stammt übrigens nicht von mir, sondern von Marlon, wo wir gerade dabei sind. Ich wollte meine Maschine eben einweihen. Sieh dir das Experiment noch einfach mit an. Aktiviere Herrschomat Modell 2.0. Also dein Herrscher-Poke gibt's. Ein Stromausfall. Die Tür ist verriegelt. Wie kriege ich jetzt ein Sicherheitssystem deaktiviert, damit ich die Tür öffnen kann? Ach ja, über das automatische Soundeffekt-Quiz. Keine Sorge, ich spüre eine ungewöhnliche Präsenz. Das Herrscher-Poke ist auf dem Weg hierher. Die Prüfung kann also trotzdem stattfinden. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Im Dunkeln. Danke. Damit sich die Türe öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 1. Welches Ereignis ordnet man dem folgenden Soundeffekt zu? Pokémon heilen. Pokémon heilen. Richtig. Die Tür. Die Tür öffnet sich nun automatisch. Ich habe irgendwie ein langes Haar an meinem Gesicht. Mabu! Boah, kam ich zu dir aufgegangen, ist halt Pokémon im Zimmer gegangen. Das ist dann wohl ein Fall für dich, Eagle. Was ist das denn für eine Prüfung? Ich wollte doch nur mein Pokémon an erster Stelle tun. Ein Mabula. Ah, das ist ja das Mabula, was Akku. Och, du Schande. Ich glaube, ich weiß, was wir hier zu sehen bekommen, ne? Das Pokémon, worauf ich hinarbeite, ne? Kann es sein? Ich bin gespannt, ob ich die Endentwicklung hier heute sehen werde. Ich wusste, du packst das, Eagle26. Dumm nur, dass die Tür wieder zugegangen ist, während du hier wieder geplaudert haben. Keine Sorge. Das Herrscher-Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Präsenz des Herrscher-Pokémon wurde in der Ferne festgestellt. Ich glaube, ist das genau das Pokémon, worauf ich hinarbeite. Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 2, welches Item erhält man bei dem folgenden Soundeffekt? Ein roter Pokédex. Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Jetzt kommt ein Akku und nachher die Entwicklung, auf die ich hinarbeite. Wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich hab's ja schon gesehen, aber das war nicht das Ingame. Akku. Das habe ich ja bereits. Das ist ja momentan in der Box. Aus gutem Grund. Gut. Level 36. Sehr schön. Ich wusste natürlich, dass du das packst. Ah, während wir hier planen, ist die Tür nur leider schon wieder zugegangen. Keine Sorge, das Herrscher-Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Das Herrscher-Pokémon kommt immer näher. Das ist bestimmt genau das Pokémon, das ich möchte. Und es ist eigentlich schon da. Ich muss wahrscheinlich nur noch die Tür öffnen. Die Aktivierungssequenz des Sicherheitssystems bei 50%. Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 3. Welches Pokémon hört man bei dem folgenden Soundeffekt rufen? Ist es Akub? Okay, die Tür geht zwar auf, aber das ist doch bestimmt wieder ein Akku. Noch ein Akku. Ich würde aber gerne die Weiterentwicklung von diesem Pokémon sehen. Das ist echt cooles Pokémon. Irgendwie gefällt mir diese Weiterentwicklungsstufen sehr, sehr gut hier. Funkenflug. für Trash.
Heimzahlung? Was ist eine Heimzahlung schon wieder genau? Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der Folge oder Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Die kann nicht erlernen. Pyrimarine erreicht Level 36. Unser Team ist stark. Das heißt im Griff, übrigens super, aber schon wieder ist die Tür zu. Warum mache ich bloß immer den gleichen Fehler? Das herrsche Pokémon. Ich spüre es förmlich, es muss ganz nah sein. Das herrsche Pokémon ist bereits sehr nah. Oh, oh. Ja, die Deaktivierungssequenz des Sicherheitssystems fast vollständig. Damit sich die Tür öffnen muss, ja, sagen. Wer oder was erscheint bei dem folgenden Soundeffekt? Ein Herrscher. Dieses Geräusch, es ist hier. Donner! Da ist es. Das Herrscher-Pokémon, zeig, was in dir steckt. Jetzt seht ihr das Pokémon, was mir mega gut gefallen hat und das ich unbedingt ins Team haben möchte. Und deshalb habe ich auch etwas vorbereitet. Herzlich willkommen, Donarion. Das sieht mega geil aus. Typ Käfer Elektro. Und der Fähigkeit Schwebe. Wir ergreifen es mit Feuerzahn an, glaube ich. Nein, keine Mitstreiter, bitte nicht. Aber hier funktioniert das natürlich, ne? Okay, Donarion, echt cooles Pokémon. Ich freue mich schon, wenn es dann in meinem Team ist. Ich habe eigentlich sogar ein bisschen Angst, dass es mich, wenn es mich angreift, dass ich echt viel Schaden nehmen werde. Vor allem, wenn es jetzt auch noch Ladevorgang einsetzt. Spezialverteidigung. Es ist okay, wenn ich dich nochmal direkt angreife mit Feuerzahn. Hält recht gut dagegen, ne? Funkensprung. Ach du Scheiße. Es war so anzunehmen mit Ladevorgang, ne? Nehmen wir es. Ist kein Flug, ist Elektro. Elektrowasser schlecht. Käfer ist egal. Käfer kann man das einsetzen. Müsste eigentlich auch sehr effektiv sein. Nein, hör auf mit dem scheiß Mitstreiter, bitte. Natürlich kommt noch ein Akku. Psychokinese. Auf Donarion. Das dürfte es nicht überleben. Es hat es tatsächlich überlebt. Das ist sehr effektiv. Oh nein, jetzt auch noch Donnerwelle. Simsala wird auch besiegt. Das hat keine Wirkung. Ja, super. Ich glaube, ich bin sowieso nicht schneller, oder? Ah, doch. Bye bye, Donarion. 1000 Erfahrungspunkte. Auch okay. Frobi erreicht Level 37. Liebreiz. Was ist denn Liebreiz? Eine normale Attacke. Charmattacke, die den Spezialangriff des Ziels stark senkt, falls es dem anderen Geschlecht angehört. Das tut wahrscheinlich auch ein bisschen weh. Ja. Also, nehmen wir ein Eis-Pokémon. Wieder zwei Verluste nach diesem Kapitän. Eisstrahl. Ah, ich bin echt gespannt auf Donarion. Also, es ist, war jetzt hier natürlich das Herrscher-Pokémon. Das war natürlich extra gestärkt. Du besiegst Donarion. Den Herrscher.
Aber das kommt auf jeden Fall ins Team. Weil mein Elektro-Pokémon, finde ich, halt gehört jetzt eben. Zoom. Chris, Marlon, du hast es als Captain mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben. Irgendwann siehst du, dass man deiner Hilfe sichtlich profitieren könnte und dein Experiment war auch ein Erfolg. So wie es aussieht, verbraucht dein Herrscher mal Modell 2.0 noch zu viel Strom. Es gibt also durchaus noch Raum für Verbesserung. Vielleicht kriegst du da ja Akku dazu, die nötige Energie bereitzusteuern. Ja, Eagle26, für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir Z-Kristall Voltium Z. Okay. Jetzt lernen wir noch den Tanz. Give me the dance, please. Schau genau hin. Okay. Im Dunkeln habe ich mich irgendwo wohler gefühlt. Wenn du mir jetzt direkt ins Gesicht so schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Stromausfall, wenn jemand ihn braucht? Also, danke und herzlichen Glückwunsch, dass die Prüfung bestanden. Dankeschön. Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast noch immer wie verrückt. Hey, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja von Inselkönig ernannt. Aber hier auf Ulaula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt. Nicht vom Inselkönig. Aber das ist wirklich drauf, Eagle26. Chris scheint viel von dir zu halten. Gut, dann habe ich hier auch noch was für dich. Z-Kristall. Metallium Z. Diesen Z-Kristall habe ich mir zusammen mit meinem Pokémon auf meiner Inselwanderschaft erkämpft, um stärker zu werden. Aber bei dir ist er jetzt in besseren Händen. Keine falschen Bescheidenheiten, nimm ihn nur. Ich hätte da übrigens noch eine Bitte an dich. Die gute Kukui hat mir nämlich neulich etwas liegen lassen. Die Maske des Profs. Die Maske des Profs wurde in einer Bautasche verdaut. Kukui wollte zum Malia Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände, könntest du die Maske bitte bei ihm abliefern? Bei unserem nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Ja, können wir gerne machen. Aber ich würde sagen, wir gehen hier raus. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao, ciao.